Da bin ich wieder. Letztes oder eines der letzten Themen, zweitletztes Thema ist der Befehl Git Commit. Und damit kann man jetzt effektiv Sachen ins Repository hineinschreiben. Also alles, was im Staging-Bereich vorgemerkt worden ist, wird mit dem Befehl Git Commit unwiderruflich im Repository festgeschrieben. Wichtig, die Änderung, die wir machen, müssen wir kommentieren. Das macht man in der sogenannten Commit-Message. Und in der Regel, also ich mache es so in der Firma, viele andere machen das auch so, wir begnügen uns oft mit einzeiligen Commit-Messages. Und wenn ich eine einzeilige Commit-Message schreiben will, kann ich den Parameter -m verwenden, für Message steht das, und einfach meine Message hier direkt reinschreiben. Und weil ich Spaces drin habe, eben mit Anführungs- und Schlusszeichen umgeben, einfache oder doppelte, spielt in diesem Fall keine Rolle. Dann ist das meine Commit-Message. Es gibt Projekte, wo es vorgeschrieben ist, dass man die Commit-Messages sehr ausführlich macht. Zum Beispiel beim Linux-Kernel, wenn Sie die Commit-Messages da anschauen, die sind in der Regel recht groß und dokumentieren sehr viel. Und mehrzeilige Commit-Messages macht man in der Regel, indem man Git Commit ohne weiteren Parameter schreibt und dann wird ein Texteditor geöffnet. Sie erinnern sich vielleicht, bei der Installation der Git Bash haben wir einen Standard-Texteditor ausgewählt. Ich habe jetzt hier für dieses Setup Notepad gewählt, in der Praxis würde ich was anderes wählen, aber es ist einfach mal zum Demonstrieren. Dieses Setting kann man mit Git Config Core Editor betrachten bzw. setzen. Ich schaue das gleich mal an. Git Config Core.editor Notepad habe ich verwendet. Das heißt, mehrzeilige Commit-Messages werden jetzt in Notepad geschrieben. Schnell zurück in die Slides. Jetzt, wenn Sie Git Commit eingeben, dann wird so ein Texteditor hochkommen. Und der zeigt Ihnen jede Menge Text an. Das sieht dann ungefähr so aus. Also die Datei hello.c wurde geändert. Und dieser Text steht dann drin. Jetzt können Sie hier drin Ihre Commit-Message fassen. Oberhalb, unterhalb, irgendwo in der Mitte. Wichtig, diese Zeilen, die mit einem Rautezeichen beginnen, werden ignoriert. Das heißt, Sie müssen die nicht rauslöschen. Der einzige Zweck dieser Anzeige ist, dass Sie nochmal sehen, was Sie überhaupt gemacht haben. Und dann können Sie es quasi abarbeiten. Sie sehen hier, die Datei hello.c wurde bearbeitet. Dann können Sie einfach hier beschreiben, was Sie mit der Datei hello.c gemacht haben. Oder vielleicht, warum Sie das gemacht haben. Also das können Sie drin lassen. Das sind alles Kommentare. Das wird ignoriert. Müssen Sie nicht rauslöschen. Sobald Sie den Texteditor abspeichern und ihn schließen, kann Git Commit weiterfahren mit der Arbeit und erstellt dann den Commit mit Ihrer in der Regel mehrzeiligen Commit-Message. Ich habe es mal hier gemacht, also hier der Kommentar, habe einfach durch Punkte ersetzt und dann eben meine Änderung beschrieben, dass ich eben die Funktion Put statt Printf verwende und dass die folgenden Vorteile hat. Also so wird zum Beispiel beim Linux-Kernel das Zeugs dokumentiert mit mehrzeiligen Befehlen. Ist wichtig zu beachten, die Form und der Inhalt der Commit-Messages ist je nach Organisation und Projekt unterschiedlich. Was man in Firmen sehr häufig sieht, die haben vielleicht ein Jira im Einsatz oder irgendwie GitHub mit Issues, dass man bei der Commit-Message in der Regel mit der Nummer des Issues beginnt oder der Nummer der User-Story. Zum Beispiel XY375 Doppelpunkt habe das und dies gemacht. In anderen Projekten, weiß nicht, beim Linux-Kernel gibt es wahrscheinlich keine solche Requirements-Nummern oder vielleicht Bug-Nummern, ich weiß es nicht. Dann schreibt man einfach den Text so rein. Halten Sie sich einfach an die Vorgaben Ihrer Organisation, Ihres Projekts, dann haben Sie keinen Ärger. Und in Ihren privaten Projekten, jetzt in Schulprojekten, da schauen Sie selber, was sinnvoll ist für Sie und ob es vielleicht der Lehrer noch versteht. Es gibt dann schon Rückmeldungen. Also, das wird jetzt mal geübt hier mit diesem Git Commit. Erstens führen Sie Git Status Short aus und betrachten Sie die Ausgabe. Also nochmal zur Wiederholung. Das haben wir hier alles, Git ignorbar und Fusing gestaged. Das andere ist alles noch untracked. Zweitens führen Sie den Befehl Git Commit aus. Beschreiben Sie Ihre Änderungen im Texteditor, speichern Sie ab und schließen Sie den Texteditor. Also einfach Git Commit ohne weiteren Parameter. Jetzt sollte gleich das Notepad aufgehen. Tatsächlich hat hier einen riesigen Kommentar drin. Change to be committed, diese drei Dateien, die sind untracked.
ist für mich nochmal zur Sicherheit die Ausgabe von Git Status mehr oder weniger. Dann sehe ich, okay, ich habe Cooks noch nicht drin gehabt. Ist es absichtlich passiert oder nicht? Also darum werden die Untracked Files nochmal aufgelistet. Obwohl ich die eigentlich gar nicht kommentieren muss hier drin. Das ist einfach noch einmal zur Sicherheit. Ich stelle noch vielleicht ein bisschen die Schriftgröße ein, damit sie es besser lesen können. Und ich kann jetzt meine Änderung beschreiben. Also zum Beispiel Initial Commit ist das jetzt. Und als erstes habe ich zum Beispiel created some demo text files for exercises. So schreibt man das. Zweitens created git ignore file that ignores exe files. So zum Beispiel. Ich speichere das, ich schließe es. Und jetzt wurde der Commit erstellt mit dieser Message. Sagen wir mal, git log zeigt mir hier die ganze Message ein. Also git log schauen wir das nächste Mal an, einfach zum zeigen, dass das funktioniert hat. Drittens führen Sie nur noch einmal git status short aus. Welche Änderungen stellen Sie gegenüber Schritt 1 fest? Also die Änderung, die ich feststelle, ist, dass eben diese gestagten Dateien nicht mehr gestaged sind, sondern gar nicht mehr aufgelistet werden, weil sie nun unmodified sind. Fügen Sie nun die verbleibende Datei mit git add hinzu. Hier bin ich ein bisschen unpräzise. Ich wollte wahrscheinlich die verbleibenden Dateien schreiben oder ich meinte vielleicht diese hier. Git add cooks.txt. Ich muss was Nächstes machen. Erstellen Sie einen Commit mit git commit-m, indem Sie hinter dem Parameter -m eine Commit-Message angeben. Commit-m. Soll ich da schreiben, cooks into cooks.txt, was auch immer das bedeuten soll. Jetzt geht es ohne Texteditor, git log zeigt mir, ja, der Commit wurde gemacht. Muss ich weitermachen. Führen Sie noch einmal git status short aus, wie sieht die Ausgabe jetzt aus? Also wieder die Datei, die ich jetzt committed habe, die ist jetzt nicht mehr untracked, sondern unmodified. Ich denke, ich wollte hier, fügen Sie nun die verbleibende Datei, die verbleibenden Dateien, wäre richtig gewesen, hinzu. Machen Sie einfach mal das, was man nicht machen sollte, git add Stern. Da wäre dann schon gewarnt, Achtung, das foobar.exe ist im git ignore drin. Git status short. Ja, genau, es wurde aber nicht gestaged, die anderen Dateien wurden gestaged. Git commit-m add remaining files. Oh, ja. Okay. Jetzt ist alles drin. Also es wäre erledigt und jetzt dann schauen wir uns nachher gleich aus, wie wir mit dem Server kommunizieren. Bis dann.